Barakallahu fikum. Bevor ich heute mit dem Unterricht anfange, gibt es eine Bemerkung, die ich erklären will. Das haben wir ein paar Mal auch erklärt, aber als Erinnerung für unsere Brüder und Schwestern auch im Internet. Und zwar der Unterricht, den wir anbieten, Barakallahu fikum, zum Beispiel hier Subul al-Salam, die Erklärung von Bulugh al-Maram. Und das ist ein Fiqh-Buch, was normalerweise im vierten Studienjahr bei Scharia-Studenten unterrichtet wird. Und unsere Unterrichte, die wir anbieten, die sind, barakallahu fikum, in einem Niveau von einem, der an der Universität studiert, zwischen dritten und vierten Jahr. Das wird in hohen Semestern. Was wir hier nehmen, sind Themen in der letzten Zeit, zum Beispiel über Scheidung ungültig machen, Heirat, über die verschiedenen Arten von Kauf und Verkauf, über Handel und solche Themen, die sind nicht für jeden. Die sind nicht für jeden. Das heißt, wenn jemand Anfänger ist, braucht er sowas nicht zu lesen oder zu lernen. Aber für die Anfänger, die hier bei uns sind oder auch im Raum hier im Internet, in verschiedenen Räumen und über andere, sage ich jetzt, sozialen Netzwerke, die uns zuhören, sage, das sind Themen, die man anbietet, weil das Buch so aufgebaut ist und wir nehmen das, weil wir das Buch durchnehmen möchten. Wenn du auch nicht viel verstehst, dann ist es kein Problem, aber langsam wirst du lernen. Und das wiederholen wir, barakallahu fikum, ab und zu. Und ich versuche, so leicht zu machen, auch mit der Sprache, dass man vieles versteht. Deshalb, wenn einige Brüder und Schwestern, die kommen, die werden am Anfang, die bekommen so wie einen Schock. Was hören wir? Das hören wir zum ersten Mal vielleicht. Deshalb bitte kein Schock-Symptome zeigen, sondern versuchen zu lernen und Geduld zu zeigen. Und wenn man erstmal 10% oder 5% von dem, was wir hier anbieten, lernt, da bin ich sehr zufrieden und dann bin ich froh. Beim nächsten Mal werden das 10%, übernächsten Mal 15% und so weiter und langsam, barakallahu fikum, wird man besser lernen. Deshalb wollte ich das erklären. Nicht, dass man wirklich durch diesen Schock oder dass man sagt, ja, das ist schwer, ich verstehe nicht alles, dass man nicht mehr lernt. Einige wollen mehr lernen, einige wollen zuhören, damit sie Informationen bekommen und das finde ich in Ordnung. Und für mich ist wichtig, wenn wir hier sitzen und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen, inshallah haben wir Lohn. Der Lohn ist da. Das ist Nummer eins. Alles andere, ob man gelernt hat, nicht gelernt hat, das ist sozusagen dann zweit- und dritt- und viertrangig. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. Ja.